September 2021. Auf der Entwicklerkonferenz stellt Apple zusammen mit iOS 15 Apple HomeKey vor. Die Idee, einfach wie genial, mit eurem Telefon die Haustür entsperren. Das System funktioniert dabei ähnlich wie Apple Pay. Ihr haltet also euer Telefon neben das Türschloss und mittels NFC wird die Tür automatisch entsperrt. Doch obwohl 2021 ja mittlerweile ein paar Jahre in der Vergangenheit liegt, gibt es weltweit kaum und in Deutschland überhaupt kein Schloss, das Apple HomeKey überhaupt unterstützt. Jetzt könnte man überlegen, ob es eventuell daran liegt, dass Apple HomeKey logischerweise nur mit Apple-Geräten funktioniert oder die Hürde, das Ganze zu integrieren, zu hoch ist, die Lizenzkosten zu hoch sind oder Hersteller lieber ihre eigene App verwenden wollen, als komplett auf das Apple-Ökosystem zu setzen. Nichtsdestotrotz ist die Technik da und es wäre natürlich mega cool, wenn man das System in die bestehenden Smart-Home-Schlösser integrieren könnte und sich eben nicht irgendein Smart-Home-Schloss kaufen muss, was diese Technik überhaupt unterstützt. Dementsprechend zeige ich euch in diesem Video, wie wir das Ganze mit dem im letzten Video vorgestellten SwitchBot-Schloss umsetzen. Theoretisch kannst du das Ganze aber mit jedem anderen Smart-Home-Schloss auch nachbauen. Wie das funktioniert, zeige ich euch wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Beginnen wir zunächst mit den Voraussetzungen, die ihr mitbringen müsst, um das Ganze umzusetzen. Zunächst mal brauchen wir irgendein Gerät, was die ganze Entsperrfunktion umsetzt. Das kann irgendein Linux-fähiger Rechner sein, in meinem Fall ein alter Raspberry Pi, der eh hier in der Ecke rumsteht und für die meisten anderen Anwendungen sowieso zu langsam wäre. Alternativ könntet ihr euch auch zum Beispiel auf eBay einen gebrauchten Rechner holen oder ihr schaut eben nach einem Raspberry Pi 2 zum Beispiel, der eben schon etwas in die Jahre gekommen ist und dementsprechend für einen günstigen Kurs zu haben ist. Außerdem brauchen wir logischerweise ein NFC-Modul, welches hinterher die Kommunikation mit dem Handy übernimmt und dafür sorgt, dass der PC erkennt, dass das Handy in der Nähe ist. Um jetzt das NFC-Modul mit dem Computer zu verbinden, brauchen wir noch einen USB-TTL-Adapter, der die serielle Kommunikation von dem NFC-Sensor zu einer USB-Schnittstelle umwandelt. Alle Teile habe ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr das nachbauen möchtet. Jetzt müssen wir den USB-Adapter noch mit dem NFC-Modul verbinden. Dafür habe ich für euch dieses Foto vorbereitet. Einfach nachverkabeln und dann war es das auch schon. Für den Raspberry Pi 2 habe ich mir noch eine extra Industrial SD-Karte bestellt. Die soll laut Internet die langlebigste Lösung sein, da SD-Karten im Normalfall, zumindest meiner Erfahrung nach, relativ häufig den Geist aufgegeben haben. Und diese Karte soll eben das ganze Problem beheben, sodass ich mein Raspberry Pi auch auf lange Zeit gesehen nutzen kann und HomeKey möglichst optimal läuft. Diese SD-Karte stecken wir jetzt einmal an den PC an und laden uns den Raspberry Pi Imager herunter, der uns in einer sehr grafisch ansprechenden Weise das Betriebssystem installieren lässt. Dazu gehen wir hier einmal auf Modell wählen. Ich wähle hier den Raspberry Pi 2 aus und wähle hier nicht das normale Raspberry Pi OS, sondern hier unter Raspberry Pi OS Other die Lite-Version aus. Grund dafür ist, dass wir möglichst wenig Zusatzsoftware auf dem Raspberry Pi laufen haben wollen, damit wir wirklich das letzte bisschen Performance aus dem Rechner rausholen können. Wenn ihr auch einen extra Rechner nur dafür bereitstellt, würde ich euch das ebenfalls empfehlen. So, im letzten Schritt müssen wir hier noch unsere SD-Karte wählen. Diese wird anschließend einmal komplett formatiert und das Raspberry Pi OS Lite wird installiert. Jetzt klicken wir hier auf Weiter und ich klicke auf Einstellungen bearbeiten und ich möchte nicht die WLAN-Passwörter aus meinem Schlüsselbund importieren und habe jetzt die Möglichkeit, dem erstmal einen Netzwerknamen zu geben. Ich nenne den hier einfach mal Lock für das Schloss und kann gleichzeitig auch noch einen Benutzernamen und Passwort festlegen. Auch hier nehme ich als Benutzernamen Lock. Und das Passwort könntet ihr hier frei vergeben. Möchtet ihr, dass der Raspberry Pi mit WLAN verbunden ist, dann könnt ihr hier noch das Wi-Fi einrichten. In meinem Fall werde ich das direkt mit einem Netzwerkkabel verbinden, dementsprechend brauche ich das nicht. Wichtig ist, dass ihr unter Dienste hier noch SSH aktiviert und Passwort zur Authentifizierung verwenden aktiviert, damit wir uns gleich mit dem festgelegten Benutzernamen und Passwort direkt auf dem Raspberry Pi einloggen können. Als nächstes speichern wir das Ganze und klicken auf Einstellungen anwenden bzw. hier auf den Ja-Button. Zu guter Letzt können wir jetzt die SD-Karte in den Raspberry Pi einlegen, das Netzwerkkabel verbinden und natürlich auch das Stromkabel. Dadurch sollte der Raspberry Pi jetzt automatisch hochfahren und parallel können wir den NFC-Sensor direkt schon mit dem USB-Adapter einmal an den USB-Port des Raspberry Pis anstecken. Ein erster Indikator, dass es gut funktioniert ist, wenn der USB-Adapter blinkt, bzw. der NFC-Sensor ebenso.
Gut, als nächstes müssen wir noch einmal an den Rechner und die Software installieren. Dazu verbinden wir uns mit dem Raspberry Pi. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo ihr einfach nur alles kopieren müsst, habe ich euch für alle Kanalmitglieder in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten könnt ihr die Befehle aber auch einfach hier abtippen. Wir verbinden uns jetzt mit dem Raspberry Pi, indem wir SSH, den Benutzernamen, also log, add, die IP-Adresse oder den Hostnamen, in meinem Fall also log.local, eingeben und Enter drücken. Im Optimalfall kommt jetzt hier eine Abfrage, die bestätigen wir mit Yes und müssen jetzt noch das Passwort eingeben. Als nächstes machen wir uns selber zum Administrator, indem wir sudo su eingeben und zuallererst mal den Raspberry Pi auf den letzten aktuellen Stand bringen mit apt-update und apt-upgrade-y. Mit Enter bestätigen und dann werden erstmal die neuen Pakete hier installiert. Ist das abgeschlossen, installieren wir noch zwei zusätzliche Pakete mit apt install python 3 und git, klicken wieder Enter. Und jetzt können wir uns auch schon das Apple HomeKey Paket runterladen. Link in der Videobeschreibung. Hier klicken wir einmal auf den Code-Button und kopieren uns diese URL. Gehen wieder zurück ins Terminal und geben ein git clone die URL, drücken Enter. Im Anschluss werden einmal alle Dateien auf euren Rechner geladen. Die können wir uns auch mit ls hier anzeigen lassen und dann sehen wir hier einen neuen Ordner, Apple HomeKey Reader. In den können wir reingehen mit cd Apple HomeKey und Enter. Und dann führen wir einmal die Installation aus, indem wir diesen Befehl hier ausführen und müssen jetzt noch unseren USB-Port festlegen. Dazu gehen wir in die configuration.json rein und tauschen hier den NFC-Port aus. In den meisten Fällen wird das TTY USB 0 sein. Ihr könnt das aber auch überprüfen, indem ihr im Terminal einmal diesen Befehl hier ausführt und dann sollte der euch hier mit Namen angezeigt werden. Ihr solltet euch hier dann eben diese Zeile kopieren und entsprechend hier in der Konfiguration austauschen. Gut, haben wir das geschafft? Sind wir auch eigentlich schon fast fertig? Jetzt müssen wir die Applikation nur einmal ausführen, indem wir diesen Code hier einmal starten. Und im Optimalfall seht ihr jetzt hier jede Menge Kauderwelsch, den wir auch komplett ignorieren können, denn das Ganze ist jetzt soweit gestartet. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist auf unserem iPhone das Ganze einmal zu konfigurieren. Dazu gehen wir logischerweise einmal in die Apple Home App, klicken hier oben auf das Plus und dann auf Gerät hinzufügen. Jetzt öffnet sich die Kamera. Logischerweise können wir hier nicht scannen, deswegen klicken wir auf weitere Optionen und im Optimalfall wird jetzt hier direkt in der Nähe NFC-Log 5b, was auch immer, angezeigt. Wir klicken da einmal drauf, müssen auf Trotzdem hinzufügen klicken und jetzt werden wir hier nach einem Konfigurationscode gefragt. Diesen Konfigurationscode finden wir auch hier in dem Log. Und zwar in dieser Zeile, enter this code in your HomeKit app on your iOS device. Und diesen Code hier, den müssen wir jetzt hier einmal eingeben. 337-63624, weiter. Und jetzt geht es hier richtig ab. Das Schloss wird jetzt also konfiguriert. Und wir können jetzt noch festlegen, wo wir das reinpacken wollen. Da ich das hinterher wieder entfernen werde, kommt das bei mir in den Müllraum. Ich drücke hier auf weiter, kann dem Ganzen noch einen Namen geben und im Anschluss sollte automatisch in mein Apple Wallet eine neue Karte hinzugefügt werden. Das sehen wir jetzt hier auch. Haustürschlüssel. Haustürschlüssel für mein Zuhause ist im Wallet verfügbar. Ich klicke hier auf Weiter und dann können wir noch entscheiden, ob wir gerne möchten, dass wir vorher einmal mit Face ID das Ganze entsperren müssen oder ob das direkt zum Aufschließen tippen ohne Face ID möglich ist. Ich aktiviere das jetzt einfach ohne Face ID. Das könnte man theoretisch aber in den Einstellungen auch noch ändern. So, jetzt könnten wir noch Automation hinzufügen, die lasse ich jetzt mal weg und bestätige das Ganze hier. Jetzt sehen wir auch schon hier das NFC-Schloss und ich könnte das hier jetzt manuell entsperren oder sperren. Spannender wird es aber natürlich, das Ganze direkt mit Apple HomeKey auszuprobieren. Bevor wir das machen, aber noch eine letzte Sache. Und zwar läuft das Ganze jetzt dadurch, dass wir diesen Befehl gestartet haben. Bedeutet also im Endeffekt, sobald ich hier den Strom ziehe oder das Terminal beende, ist auch die Software beendet und wir könnten theoretisch das Schloss erstmal nicht mehr entsperren. Was wir also machen müssen, ist a. sicherstellen, dass die Software immer im Hintergrund läuft und b. auch automatisch mit dem Raspberry Pi OS gestartet wird. Dazu müssen wir uns eine sogenannte Service-Datei erstellen. Erstmal beende ich hier also den Code und lege diese Service-Datei an. In der füge ich dann diesen Code ein. Wichtig ist, dass hier der Benutzername ausgetauscht werden muss. Speichere das Ganze ab mit STRG O und STRG X, um das Ganze zu beenden. Jetzt aktiviere ich diesen Service einmal und registriere den, dass er auch automatisch startet.
Und jetzt sollte es eigentlich soweit fertig sein. Das Ganze startet jetzt also automatisch und anhand der blauen Lampen können wir auch sehen, dass er gerade schon im Lesemodus ist. Also sperre ich jetzt mein Handy ganz normal und halte es vor den Leser. Und im Optimalfall taucht automatisch eine Apple-Karte auf und das Schloss sollte entsperrt worden sein. Im Grunde haben wir jetzt leider aber noch gar nichts gewonnen, denn eigentlich hat das Skript ein virtuelles Schloss bei Apple HomeKit erstellt, welches wir jetzt mit dem Apple HomeKey öffnen und schließen können. Das ist aber ja eigentlich gar nicht das, was wir möchten, sondern wir wollen ja eigentlich das Switchboard-Schloss in meinem Fall mit Apple HomeKey verbinden. Und da kommt jetzt der zweite Trick ins Spiel, und zwar die Apple Automation. Dazu gehe ich hier in die HomeKit-Einstellung, gehe hier auf Automation und erstelle eine neue Automation. Und zwar möchte ich gerne, wenn ein Gerät gesteuert wird, und zwar das NFC-Lock, wenn das aufgeschlossen wird, egal von wem und egal wann, dann möchte ich gerne das Switchboard-Lock aufschließen. Fertig. Und das Gleiche müssen wir jetzt nochmal andersherum machen, und zwar mit einer weiteren Automation, wenn ein Gerät gesteuert wird, das NFC-Lock, wenn das abgeschlossen wird, dann möchte ich, dass auch das hier zugeschlossen wird. Fertig. Jetzt sehe ich hier noch einen Fehler, und zwar natürlich, wenn das hier aufgeschlossen wird. Fertig. So, und dann haben wir auch schon die Automation fertig. Und die können wir jetzt gleich auch direkt austesten. Wichtig ist natürlich, dass dieses Setup so nicht bleiben muss. Ihr könnt euch jetzt eine vernünftige Position überlegen, wo man zum einen den Raspberry Pi installieren kann, als auch das NFC-Lock. Das hat praktischerweise hier zwei Löcher, wo man das theoretisch zum Beispiel in der Wand oder zumindest an der Wand anbringen könnte mit ein wenig 3D-Druck. Wenn ihr möchtet, dass ich ein Gehäuse dafür noch designe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht bastel ich dann noch eins dazu und verlinke euch das direkt. Dann müsstet ihr entweder diese vier Kabel hier verlängern oder, was ihr auch machen könnt, verlinke ich euch in der Beschreibung, ist ein USB-Verlängerungskabel. Dann könnt ihr das einfach verlängern und irgendwo eben, wo ihr Feststrom habt, dann den Raspberry Pi unterbringen. Und gesetzt im Fall, das ist dann soweit, was ich jetzt einfach mal mit dieser Box hier simulieren möchte. Also packe ich diesen NFC-Reader jetzt einfach mal in diese Box rein, schließe die Box und wir stellen uns vor, das wäre jetzt hier unsere Hauswand. Kann ich also einfach mit meinem Handy an die Hauswand gehen und im Optimalfall wird hier direkt mein HomeKey angezeigt, das Türschloss entsperrt sich und wenn ich das Ganze hier nochmal mache, müsste sich die Tür automatisch verschließen. So einfach bekommt ihr also Apple HomeKey mit jedem Smart Home Schloss ans Laufen. Für die iPhone-Nutzer ist das natürlich schon sehr, sehr praktisch. Ich benutze das sehr, sehr gerne. Aber für all diejenigen von euch, die eine Apple Watch haben, ist das Ganze tatsächlich noch praktischer. Denn ebenso wie bei Apple Pay, welches ihr auch über die Apple Watch laufen lassen könnt, könnt ihr auch Apple HomeKey über die Apple Watch laufen lassen. Das heißt, ihr haltet eure Apple Watch an das Smart Home Schloss und auch da wird dann eben die Tür geöffnet. Wer also eine Apple Watch hat und ein Smart Home Schloss, dem würde ich dieses Video hier auf jeden Fall empfehlen. Habt ihr noch weitere Fragen, Wünsche oder Vorstellungen zu diesem Apple HomeKey Setup, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann klickt sehr, sehr gerne auf Abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, meine Statistik hier etwas zu verbessern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, haut rein und ciao.